take care of yourself. I'll try. So, wir haben Passierschein. Das heißt, wir können unten raus. War das, glaube ich, unten am Tor. Kommen wir jetzt durch. Und, ja, ich will mal schauen, was ich mit dem Marshall alles besser machen kann. Oder einfach nur anders. Vor allem beim späteren, weil beim Exorzist, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich hier und da doch... Oh, Moment mal, da kann ich ja rein ins Police Department. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem Polizist bin ich Schluss... mit einem Exorzist bin ich dann doch leider Gottes... wie gesagt, mit dem Exorzisten bin ich dann halt irgendwie doch teilweise relativ oft gestorben. Und das ist ja eigentlich das, was ich jetzt mal gucken will, mit dem Marshall beispielsweise. Eine Klasse, die vielleicht da eher so im Nahkampf sich als besser erweist. Eine alte Flinte. 6 Schuss. Ja, warum eigentlich nicht? Man muss die Waffen mal so ein bisschen durchprobieren, finde ich, ehrlich gesagt. Man kann nicht immer nur mit dem gleichen rumlaufen oder nicht immer nur mit dem Nahkampf. Warum? Das muss nicht sein. So, die Ratten fliehen auch schon. War ich hier eigentlich drin? Nein, war ich definitiv not. Bäm, voll die Fresse! So, dann haben wir da hinten noch was. Jetzt ist allerdings nur so, solche Kiste will ich natürlich nicht unbedingt gerade mit einer Flinte öffnen. Es sei denn, ich hätte halt eben... Ja, das ist blöd. Ach nee. Ach so, wenn ich direkt dran stehe, mach das mit dem Kolben kaputt. Ja gut, das ist dann... das kann man dann akzeptieren. Gut, mehr zu finden gibt's hier drin allerdings nicht. Dann sprechen wir mal mit die Jonesy. Warum heißen eigentlich viele Deputies Jones? Ich meine, muss das sein? Es gibt ja noch so viele tolle andere Namen. Mark. Angela Merkel. Nee, die nicht. Außerdem ist das ein... Soll das ja angeblich eine Frau sein? Habe ich gehört. Ja, das ist jetzt natürlich... Das kann man glauben oder auch nicht. Okay. So wird es schon mal... Gar nichts. Ach du Scheiße. Ja. So viel zum Thema. Na. Komm. Nix da. Weg da. Ach du Scheiße. Was zum Geier? Ich bin Level 2. Das ist Level 5. Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Mal so nebenbei gefragt? Die sind Level 3. Also, könnte es ist ja für die Verhältnisse ist es ja fast schon ein Zwischengegner gewesen. So, sehr schön. Baseballkeule. Ja, die bringt mir nun leider Gottes auch nicht viel. Das hat ja aber, glaube ich, scheinbar nicht geklappt mit einem Handball aufnehmen, ne? Hat mich meine Faust... Nee, hat sie nicht. Meine Faust hat mich nicht gerettet. Und zwar aus dem Grund, weil... Nämlich... Moment, was ist da? Achso, das ist das Tor. Weil nämlich, ich müsste das Talent wieder reinschieben. Um es nach einem Waffelwechsel immer noch zu benutzen. So, das hier sind die abgesperrten Grenzen der Stadt. Ja, ich weiß, ich komme hier nicht durch. Bla, bla, bla. So, natürlich sind, naja, gleichstufige wesentlich einfacher zu besiegen. Warte mal, wir haben einen Skillpunkt. Und zwar, der Spielcharakter schlägt mit dem Knauf seiner Nahkampfwaffe zu und versucht auf 5% mehr Schaden als bei einer normalen Attacke. Und da kommt gerade was, verdammte Axt. Das ist doch zum Mäusermerk, Alter. Ich habe ihn gerade noch gehört, aber ich wollte das eben noch zu Ende lesen. Und ich höre schon wieder was. Ne? Ne, oder? Okay, ich habe gerade mal eben die Zeit. So, Fertigkeiten. Das ist beides... Ach, das ist zweihändig. Uno Momento Perfor... Wo? Ey, ich habe voll den Schiss, ja? So, Streitkolben zweihändig, Axt zweihändig. Streitkolben zweihändig. Das wäre halt sowas wie beispielsweise der Baseballschläger.
Warte mal ganz kurz, das kriegen wir hin. Baseballschläger. Ach so. Die Spielcharakter schlägt mit einem Knauf seiner Waffe auf 5% mehr Schaden als bei einer normalen Attacke. Naja, gut. Dann probieren wir jetzt einfach mal die Zweihandwaffe. Habe ich ja noch nicht probiert. Ich bin mal gespannt, wie es gleich mit der Geschwindigkeit aussieht vom Zuhauen. So, aber auf der Seite sind wir jetzt definitiv falsch. Was ist denn das da eigentlich? Da ist doch irgendwas. Ah ne, das ist nur das Tor, ne? Was mir hier auf der Karte angezeigt wird. Okay. Ja, in Kürze dann auch die Testbericht zu Trap Dead Lockdown. Ich meine, wenn man schon die Beta-Vorstellung gemacht hat und dann noch der Release-Version dabei ist, ist es natürlich der absolute richtige Weg. Genau. Der Verkäufer. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt halt nicht so viel Geld. Zum Abwechseln mal einen Lebenden zu sehen. Ja, das sagt jeder deiner Kollegen. 200... Puh. Ich überlege, was wir hier vielleicht nehmen könnten. Was wir auf jeden Fall mal nehmen sollten, ist ein bisschen was zu essen. Die Kettensäge. Ist auch nice. Da bin ich mal gespannt, ob ich die vielleicht sogar anziehen kann. Also, ich meine anmachen kann. So mit... Nee. Weißt du Bescheid? Deal. Verlassen. Ja. Erstmal keine weiteren Käufe. Ich muss ein bisschen auf mein Geld achten. Ja, lauf weg. Aber du hast keine Chance, sage ich dir. So. Ich laufe meuchelnd durch die Straßen und entledige mich den Zombies. Es ist ja uns. Es ist ja nicht nur so, dass ich da jetzt nur an mich hierbei denke. Es ist ja nicht nur mein eigener Spaß. Das war, glaube ich, der Schlag mit dem, der Hieb mit dem Knauf, mit dem Stiel hinten. 5% mehr Schaden. Und bam. Ach, schon wieder so einer. Wo ist meine Maus? Ah, verdammt, ich habe gerade meinen Mauszeiger nicht mehr gesehen. So, Level up. Was haben wir denn hier? Oh. Machen wir hier mal so. Machen wir hier mal so. Intelligenz und Spiritualität, denke ich mal, werde ich wohl eher weniger gebrauchen. So, speichern wir das. Was haben wir? Die ausgerüstete Waffe erzeugt Schockwelle. Moment, ich werde angegriffen. Oder auch nicht. Naja, okay. Fertigkeiten. Die ausgerüstete Waffe erzeugt Schockwelle, die 50% Schaden bei im Radius befindlichen Feinden verursacht. Funktioniert mit Baseballschläger, Rohr und So, das heißt, ich kann hier... Yeah. Damit wird der Baseballschläger schon wieder zu einer... ja, schwer tödlichen Waffe. So, das war der LKW, der hier die erste Querstraße versperrt hat. Bam. Yep. So sieht das aus, wenn Hunde zerplatzen. Bam. Das ist cool. Das ist ein schöner AE-Effekt, der mir da so ein bisschen beim Exorzisten... Es ist eine coole Klasse, muss ich sagen, aber... halt unheimlich anfällig im Nahkampf. Gut, irgendwo zu verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht verstehen würde. Oh, bam. Und dieses Talent lädt auf. Ah ja, okay, alles klar. Achso, das stimmt, das kostet der Power, beziehungsweise Ausdauer. So, lassen wir die mal hier ein bisschen sammeln. Kommt mal alle zu mir, kommt mal zu Papa. Dann kann Papa euch eins auf die Knorke geben. Bam!